Jan Köppen. Im Jahr 1985, da bin ich baff. Meine Damen und Herren, Sie werden das wissen, du weißt es auch, gibt es den C64. Welche Nummer C ist bei euch im Jahr 2015? 67, 68, womit spielen die jungen Leute bei euch? 6S. C6S. Der C6S ist im Jahr 2015 angesagt. Wir haben einen C64 und ich habe Lust, mit dir eine Runde Computer zu spielen. Das Spiel, Daddeln. Zocken. Ja, Daddeln spielen wir, wie die Daddelmaus. Die Daddelmaus, ich hab ne Idee, Gab's schon 85? Die Daddelmaus, weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Hast du Lust, eine Runde auf dem C64 mit mir Wintergames zu spielen? Da bin ich sehr gut drin. Wintergames? Ja. Oder? Why not? Da freue ich mich. Why not play Wintergames? Eine Runde Wintergames. Eine Runde Wintergames? Ja, bitte. Herzlich willkommen hier im Neo Magazin Royal beim großen Telespiel mit Jan Köppen, unserem Gast aus der Zukunft, aus dem Jahr 2000. Sag mal, deine Schuhe habe ich gerade beim Rübergehen noch mal bewundert. Die sind ja wirklich fantastisch. Die kosten 20.000 Mark oder wie viel? Euro. Euro? Ach so, das kenne ich ja auch nicht. Euro? Euro, ja. Ist aber 20.000 Euro. Ja, das geht ja dann sicherlich. Wir haben Wintergames vorbereitet. Dazu müssen wir jetzt unseren Namen eingeben. Ich würde dich jetzt mal Köppi nennen. Hat das Touchscreen? Das ist ein C64 mit einem Joystick, ganz normal. Wie man das kennt. Ja. So, du darfst dir jetzt dein Land aussuchen. Welches Land möchtest du denn gerne? Wir haben Frankreich, Westdeutschland, Österreich, Dänemark, Irland, Brasilien, Australien. Kann ich Brasilien nehmen? Übrigens, da hätte ich einen Tipp für 2014. Was denn? Ich würde auf ein 7-1 tippen. Ich muss kurz die ganze Nationalhymne abwarten. Moment. Das ist super Sound. Moment, das war's. Jetzt kommt meiner. Böhmi. Ich nehme natürlich Deutschland, ist ja klar. Deutschland. So. Und los geht der Spaß. Spieler 3 haben wir jetzt nicht. Ist es korrekt? Yes. Wir spielen eine Runde. Wir spielen das. Spielen wir jetzt nicht. Wir spielen eine Runde Speed Skating. Next Event Speed Skating. Winter Games 1985. Es lädt kurz. Ich würde mich über Anfeuern freuen. Ich bin der Rote. Jan Köppen auf der oberen Bahn. Die Grafik ist absolut atemberaubend. Ich habe das Gefühl, Jan Köppen, als würde ich wirklich. Alter, warum geht das nicht? Durch eine Winterwunderwelt fahren. Ist das nicht spannend? Ich bin unten. Nicht mehr lange. Ah. Wo seid ihr? Ah. Warum fährt er nicht? Auf der Stelle? Deutschland! Ah, Scheiße! Du musst doch kurz durchs Ziel fahren. Ich kann nicht durchs Ziel fahren. Meiner ist aus. Du musst doch kurz durchs Ziel fahren. Der ist übersäuert. Du musst links und rechts. Guck mal. Oh, ich bin so an die Touchscreens gewöhnt, Anne. Fährst du jetzt mit meinem? Vielleicht. Ich habe das Gefühl, da ist der Bandwurm umgelötet. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was. Ja. Oh, aber so ist das mit der modernen Computertechnologie. Ist es natürlich unterhaltsam, aber es kann das eine oder andere Mal ein kleines bisschen was schiefgehen. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das zu Hause. Deutschland hat auf jeden Fall gewonnen. Deutschland gewinnt immer. Meine Damen und Herren, das war das Neo Magazin Royal vom 22. Oktober 1985. Ich freue mich sehr, dass den langen Weg aus der Zukunft auf sich genommen hat Jan Köppen. Nächste Woche Mike Krüger erzählt mehr über seine Sendung, in der ein Hamster mitspielt. Viel gegen Willi. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.